Moin Leute, unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, dieses wunderschöne Dorf zu verteidigen. Es könnte allerdings auch sein, dass ich einfach nur Bock habe, diese geilen, dicken Wummen zu testen. Denn ich habe eine neue Mod installiert, beziehungsweise sogar zwei. Bist du der neue Beschützer? Ja, ich bin der neue Beschützer hier. Klasse, zeig mal deine Wumme. Ja, wollt ihr die dicke Waffe sehen? Ja, ich zeig euch mal den Kraber. Was brauche ich dafür? Kraber-Ammo. Ja, hier, guck mal hier. Wow. Das geile Ding an. Fettes Gerät. Oh, guck mal, man kann hier richtig reinzoomen. Ja gut, jetzt brauche ich mal jemanden, an den ich das testen kann. Der Typ da oben. Ich glaube, der ist ein Spion. Ja, ich würde sagen, er war ein Spion. Alter, wie geil das aussieht, wie so die Waffe zur Seite gelegt wird. Richtig wie in so einem Ego-Shooter. Freaking Call of Duty. Die Mod ist wohl auch inspiriert durch Apex Legends. Warte mal, kann ich damit... What? Ich habe gerade ein freaking Iron Golem ge-one-shottet. Hallo, guten Tag. Wo ist der Golem? Der Iron Golem. Der ist kurz zu Edeka. Ja. Was machst du da mit der Wand? Eben nix. Warum rubbelst du die Wand? Oh. Was ballerst du hier unschuldige Schafe an? Ja, ist ja gut. Ich höre auf rumzuballern. Es tut mir ja leid. So, warte mal. Wir haben noch andere Dinger. Oh ja. Nehme ich mal mit. Palöle. Hallo, Mini-Palöle. Hier schießt jemand Schafe ja, ab. Papa hat da vorne ein bisschen Quatsch gemacht. So. Ein Repeater. Dafür brauchen wir Heavy. Ach ja, stimmt, was ich euch zeigen wollte. Guck mal hier. Warte mal, auf Schwein. Guck mal, der Iron Golem, der ist noch da. Aber der Iron Golem, der ist jetzt ein Fahrzeug. Man kann jetzt nämlich auf allen Tieren einfach so reiten. Guck mal hier. Alter. Aha, hier ist ein neuer Sheriff in town. Ich würde gern kurz meine Knarre... der Repeater. Okay, ich bin ein bisschen langsam. Ah, guck mal. Zack, Alter, der kann richtig schlagen, wenn ich auf ihm sitze. Komm mal her hier. Na, ich treffe ihn nicht. Geht das nur gegen böse Menschen? Oh. Das hat gut geklappt. Danke, Herr Iron Golem. Oh ja, oh, guck mal, mit der kann man ordentlich ballern. Also, keine Sorge, liebe Villager. Bei mir seid ihr sicher. Sicher? Du hast schon einen weggeknallt. Na, der eine... Nee, das versteht ihr falsch. Der eine Typ war ein Spion. Ja. Ich habe nur den Spion weggeballert. Ja, aber die ballert gut, aber nicht gut genug. So, ich nehme mal hier einerseits. Das ist ein Creeper-Schwein. Oh, bist du süß. Guck mal, ich reite einfach auf einem Creeper. Diese Mod heißt Animal Bikes. So, warte mal. Ohne R99. Dafür brauchen wir Light Ammo. Ja, nehme ich mir. Kann ich auf euch schießen? Oh ja. Ah, guck mal. Er geht gar nicht drauf. Guck mal, die kann man einfach wegballern. Oh. Das war kurzzeitig ein bisschen gefährlich, weil das hätte auch Mini-Paluten erwischen können. Kurz nachladen. Oh, oh. Es wird so langsam Nacht, Leute. Haltet euch auf jeden Fall bereit. Mini-Paluten? Ja. Du darfst auch nicht hier bleiben. Du müsstest eigentlich auch in eine der Häuser. Okay, ich nehme mal jetzt alle Waffen, die es hier noch so gibt. Nehme die ganze Ammunition. Oh ja, die gehen schon langsam alle nach Hause. Oh ja, die Spitfire. Oh ja, die ballert. Okay, keine Sorge. Warte mal, Mini-Paluten? Hier. Du kommst mit. Jawohl. Du bist mein Speer. Wir planten hier nochmal den Iron Golem. Creeper Bike. Zack. Oh, warum bist du aufgeladen? Alter, wir sehen voll cool aus, oder nicht? Guck mal, wie wir auf dem Creeper reiten. Dazu noch diese krasse Wumme. Ja, kein Problem. Hier traut sich auch noch niemand zu spawnen. Aha. Ah, Vorsicht, eine Spinne. Wartet. Versucht sie uns anzugreifen. Dann ist sie... Oh, sie kommt. Kein Problem. Weißt du, guck, Sheriff Paluden sorgt hier für Sicherheit. Wer ist das da vorne? Zack, Alter. Nicht mit mir. Hier wird nachgeladen. Die Spitfire. Es wäre geil, wenn die so ein richtiges Rotpunktvisier oder so hätte. Aua. Was war das denn? Das
Ding hat Pfeilschaden bekommen und hat mich in die Luft gejagt. So war das aber nicht. Wieso, was denn da passiert? Mr. Iron Golem, Sie müssen mir helfen. Ich bin unglücklich gestolpert. Oh nein, wo sind die Sachen? Hier? Ja, hier liegt noch alles. Kein Problem. Naja, Munition. Als ob ich da einfach explodiert. Also, das Ding hat Schaden bekommen und sofort gab es eine dicke Explosion. Das war echt. Warte mal, habe ich. Oh! Vorsicht, hinter dir! Habe ich! Kein Problem. Alter Schwede, ich hatte doch noch ein Schwein. Ich möchte auf Edgar reiten. Zack! Pickbike. Ja, perfekt. Oh, bist du niedlich. Oh. Du bist so klein, aber du hältst mich aus. Das ist wie bei Mini Paluten und Mini Edgar. Oh, warte. Vorsichtig. Oh, nee. Oh, das war... Nein. Lauf nicht weg. Ich hab das nicht mit Absicht gemacht. Der läuft die ganze Zeit automatisch. Das Schwein läuft... Ich mach nichts. Oh, Alter, warum bist du so schnell? Was geht denn hier ab? Falls ihr einen kleinen Mini Edgar haben wollt, da kann Mini Paluten auch drauf reiten. Blende ich hier beides mal schnell ein. Dann schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Vorsicht mit den Paluten. Oh, ich brauche eine neue Waffe. Ah, nicht so einfach. Nicht so einfach. Ich muss abspringen. Hab ihn. Alter, wollen die Mini Paluten den gerade schlagen? Sah so ein bisschen so aus. Alter, jetzt spawnt hier aber doch mehr, als ich dachte. Schnell nochmal was essen. Aber ey, oh, habe ich hier nichts mehr? Ah, ich muss nur nachladen. Da ist eine Katze. Nein, die lassen wir natürlich in Ruhe. Weil die vertreibt die Creeper. Sind denn die Villager alle in ihren Häusern? Ja. Kann ich dein Bett zerschießen? Nee, das geht nicht. Interessant. Deine Fenster kann ich wegbeißen. Ja, meine Fenster. Sorry. Oder das? Nee, krass. Aber die Sniper. Oh, nee. Ich wollte nicht bei dir ins Bett. Tut mir leid. Wirklich. Nee, Betten kann man nicht zerschießen. So. Oh, warte, da vorne. Geht die Range? Zack. Easy. Bam. Oh, Scharfschützenduell. Was ist das denn? Ah, erlege ein Skelett aus mindestens 50 Blöcken Entfernung. Oh. Gar nicht so schlecht geaimt, würde ich sagen. Das Ding ist schon ein bisschen OP. Weil allein durch die Range, Creeper... Goodbye. Auch die Animation sieht geil aus, wenn es dann wieder so zack reinzoomt. Ne, das ist nur ein Schaf. Oder hinten. Alter! Warte mal, ich laufe nochmal weiter zurück. Guck mal, da hinten, man sieht den Creeper nur so ganz leicht. Zack, und ein Treffer. Und dich nehme ich direkt mit. Bam, Junge. Ich will mal kurz was testen. Und zwar, ich gehe mal... Game Mode Creative. Ich lade mal. Okay, Mist. Warte mal. Ich müsste mir Rüstung dafür geben. Ich will mal wissen, wie gut oder wie schlecht ich gegen den Wither wäre. Also, wie krass sind diese Waffen wirklich? Weil die Mobs, gegen die wir gekämpft haben, die waren schon okay. Aber jetzt auch nichts komplett episches. So, warte mal. Hose. So. Und jetzt Wither. Wither Skelett. Ach so. Muss ich das selber jetzt nochmal machen? Ja, okay, warte. Ich brauche ja nur 3 und dann brauche ich Seelensand, oder? Das war doch so. Ich mach zack. Ja, ich glaube so. 1, 2, 3. Wither spawnen. Doch, ich hab's richtig. Bauplan des Withers. Mache ich irgendwas falsch? Hier steht auch Seelensand. Und hier... Oh, okay. Mini-Paluten, zur Seite. Game-Mode. Game-Mode Survival. Okay, wir haben die Waffen. Und es geht los. Oh, als ob. Wechsel. Junge, der ist ja... Den haben wir easy fertig gemacht. Na! Mini-Paluten. Es hat Mini-Paluten erwischt. Au! Er ist in den Himmel geflogen. Oder da vorne wiedergeboren worden. Mini-Paluten. Moin. Ich dachte, ich hätte es erwischt. Ach, Digi. Aber glücklicherweise, aber das war krass. Warte mal, aber den kann ich nicht spawnen, oder? Ender, geht das mittlerweile? Enderman, Endermite, nee, Enderbike. Was ist denn das Enderbike? Junge, was bist du denn? Game Mode Survival. Warte mal, ich will auf dir reiten. Alter. Oh, warte. Boah, was? Nein,
Wo hast du mich denn jetzt hier hingebracht? Ich will hier wieder... Ich will hier weg! Hä, man kann nur so kurz einmal auf ihn drauf... Du wolltest mich umbringen. Das geht geil. Der wollte mich in der Lava verbrennen. So, Leute, bevor das aber wirklich passiert, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert gerne den Like rein. Wie bereits erwähnt, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten, Mini-Edgar, vieles mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Habt alle noch einen schönen Tag. Und ja, das war's. Haut rein. Ciao, ciao.